Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werden wir mal gucken, wo wir letztes Mal unser Portal gelassen hatten. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, wo das war. Wir sind ja gestorben und ich glaube, wir sind ja zweimal gestorben sogar. Und ich glaube, ich hatte das Portal irgendwo zurückgelassen. Vorher würde ich allerdings kurz in die Nebellande gehen, um ein wenig Harz abzuholen. So, hier und dort und wieder zurück. Schnell. So, perfekt. Und dann würde ich sagen, wir schmeißen das hier mal runter. Ach ja, wir haben auch noch ein bisschen Gold übrig. Ich erinnere mich. Moment mal. Warte mal, wenn das so ist, dann... Oh. Packe ich es doch direkt weg. Und zwar Magie hier rein. Wo habe ich denn das Holz her? 8 Holz. Keine Ahnung. Und wir haben hier Gold. Rein damit. So. Und dann würde ich nämlich, glaube ich, sicherheitshalber nochmal unsere Tränke mitnehmen. Denn ich habe auch gesehen, ich habe ja letztes Mal gesagt, wir haben es fertig erkundet, aber da fehlte noch ein kleines Stück. Was war denn da los? Sag mal. Ich würde sagen, das holen wir jetzt mal nach. Und ich habe auch keine Ahnung, wie gesagt, wo wir unser Portal hingestellt hatten. Das werden wir jetzt sehen. So, Energieschild. Oh, Alter, erforderlich. Ah, ich habe schon wieder Angst. Was mache ich denn hier? Und tatsächlich, ne, ich habe mir... Ja, hier sind wir gestorben. Und ich, Idiot, bin von hier unten hergerannt. Hä, wo war's? Ach, von hier, von der Gebirgebase. Und was mir aufgefallen ist, hier, dieses Stück fehlt. Und hier ist auch noch ein kleiner Klecks. Närrisch! Ja gut, aber das Portal müssen wir sowieso holen, ne? Also, Energieschild. Dann den weg. Und den weg. Und dann laufen wir mal kurz hier lang. Ich habe auch überlegt, theoretisch dann diese Kleckse, die im Wasser sind, aber da werden wir nass. Da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Und ich mache sogar Eiktür an. So, perfekt. Und ich frage mich übrigens immer noch, was das mit diesen Grafikeinstellungen ist, wenn ich hier bei den Ebenen bin. Weil man merkt, wenn ich stehen bleibe, ne, dann zum Beispiel, wenn ich jetzt so stehe, dann ist die Grafik so richtig schön. Aber sobald ich mich bewege, nur in den Ebenen, kommt er irgendwie mit den Farben nicht hinterher. Ne? Da seht ihr das. Alles wird so blurry. Ich weiß bis heute nicht, warum. Die Videoqualität, wenn ich es nicht hochlade auf YouTube, ist top. Aber sobald es hochgeladen ist, keine Ahnung. Ich glaube, es sind zu viele Farbinformationen. Keine Ahnung, frag mich nicht. Aber gut, wie dem auch sei. Oh, da kommt noch ein hässlicher. Hab ich dich. So. Und wir jumpen hier rüber. Oh. Den Lux habe ich gar nicht gesehen. Der war Camouflage. Hier ist ein Troll, ne? Was geht denn hier ab? Ich lauf schon. Troll gegen Lux. Das wäre jetzt eigentlich interessant gewesen, aber ich glaube, der Lux gewinnt. Der schnappt 2-3 Mal zu und der Troll kann überhaupt nichts unternehmen, glaube ich. Ja, stimmt. Weil ich glaube, der Troll kann taumeln. Ne, sobald er getroffen wurde und es zu viel Schaden war, dann taumelt er so. Und das kann der Lox gar nicht, ne? Stimmt. Dann kann der Lox ja nur gewinnen. Ist ja voll gemein. So, warte mal. Oh, hier ist noch einer. Moin. Aua. Hab mich sogar noch getroffen. So. Energieschild brauche ich zwar hier gerade nicht, aber ich sehe hier schon wieder die Ebenen. Und hier brauche ich es definitiv. Oh. Muss ich jetzt den großen Weg drumherum gehen, ne? Oh, Alter. Du, geh mir bloß nicht auf den Zeiger. Da ist noch eine. Na komm. Da kommt sie. Ciao und ciao. So. Sehr gut. Dann gehe ich mal hier über diese kleine Insel und hoffe, dass wir nicht nass werden. Sehr gut. Ah, und dann haben wir das auch erkundet. Da habe ich ja, also, dann können wir es tatsächlich abhaken. Und dann uns eigentlich auch überlegen, was wir als nächstes erkunden wollen. Ich hatte ja eigentlich auch gesagt, dass ich noch ein bisschen, ein paar Ketten stehen noch auf To Farm. Und eigentlich auch, weiß ich nicht, Weichgewebe habe ich jetzt eigentlich entfernt, ne? Oder habe ich schon entfernt von To Farm? Weil wir hatten da jetzt ein bisschen was auf Halde. Wir haben ja auch ein bisschen Refined Eiter wiederhergestellt. Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, davon kann man nie genug haben.
We will see. Was will er denn eigentlich? Ich gehe jetzt mal eine Runde schwimmen. Viel Spaß. Und da sind wieder zwei hässliche. Schön herkommen. Drei sogar, ne? Ne, zwei. Alter, und wieder getroffen, ne? Gut. Beide Gates. Wie weit ist denn noch? Sag mal. Ah, wir sind gleich da. Gut. Hervorragend. Theoretisch hätten wir sogar ein Portal, um uns kurz nach Hause zu begeben. Ich glaube aber, wir sind so dicht bei unserem Hauptportal, dass das schon okay ist. Das sieht ja auch geil aus mit dieser Insel und diesem einzelnen Baum. Hat was. Schick, schick. Hä? Hä? Was ist denn das für eine Spiegelung? Die Spiegelung ist falsch. Die resettet sich. Hä? Jetzt ist die Spiegelung da. Jetzt gehe ich nach hier. Jetzt ist die Spiegelung da. Ach so. Interessant. Habe ich noch nie gesehen vorher, wie sie die Spiegelung realisiert haben. Ach so, die resettet sich also in bestimmten Abständen, weil sie sonst zu viel berechnen würde wahrscheinlich, ne? Hm. Oder liegt es daran, dass ich die Einstellungen runtergeschraubt habe? Er würde es häufiger aktualisieren, wenn ich beispielsweise bei den Grafikeinstellungen Schattenquali, weil es ist ja ein Schatten. Ne, es ist eine Spiegelung, es ist ja kein Schatten. Hm. Keine Ahnung. Faszinierend. Oh, wo laufe ich denn lang? Wir müssen doch nach da. Ich narr. Querfeld ein. Oder Querwald ein. Querwald ein. Warum sagt man das eigentlich nicht? Man sagt immer Querfeld ein. Weil man wahrscheinlich, wenn man durch etwas quer geht, eher durch ein Feld geht, als durch einen Wald, wa? Ein Wald ist dann da doch schon ein bisschen unüberwindlicher. Huch! Ja, lasst euch nicht stören bei eurem Intermetzel. Viel Spaß. So, und hier haben wir die gerade Kante. Ich hoffe, das ist nicht allzu weit nach unten. Und wir haben da wieder ein Monsterbiom, das auf uns wartet. Aber ich glaube, das ist nur ein kleines Küstengebiet. Ich hoffe es zumindest. Jo. Sieht ganz danach aus. Naja, klein ist es nicht. Aber auf jeden Fall Küstengebiet. Und du stirbst! So. Ich gehe mal ein bisschen weiter rein. Da sehe ich eine Mücke, da sehe ich eine Mücke. Du kommst mal her, bitte. Jo, kommt sie. Wo ist die andere? Da. So, sehr gut. Und wir gehen mal erstmal nach da. Zur Küste, würde ich sagen. Ich tue wirklich nicht mehr, ne? Schade. Naja, gut, was soll's. Haben wir vielleicht noch ein Dörfchen? Das wäre natürlich auch erfrischend, weil dann könnten wir eventuell noch ein, zwei Totems abzwacken. Oh, 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 oh. Bloß nicht weitergehen. Vor allem nach der letzten Aufnahme. Oh Mann. Da hatte ich echt gar keinen Bock drauf. Och nö, ist da so ein Fleck. Soll ich da kurz hinschwimmen, damit dieser Fleck hier weg ist? Nee. Kein Bock, nass zu werden. Ich bleibe einfach dicht an der Küste und hoffe, dass wir nicht nochmal so einen Fleck haben. Ja, sieht gut aus. Die mache ich mal platt. So. Hierher. Damit deine Sachen nicht ins Wasser fallen. Halt, bleib mal stehen. Und tschüss. So. Dann hier nochmal lang. So. Sehr gut. Und wir können schön alles einrahmen. Ich guck mal. Ah, ich verstehe. Hier sind wir mit dem Schiff mal lang gefahren. Deswegen haben wir hier schon so viel erkundet. Mhm. Aber es ist tatsächlich recht überschaubar, was uns hier gefehlt hat. Sehr gut. Ich dachte schon, das geht hier noch so 1000 Kilometer weiter. Oh Mann. Aber wenn wir das hier gleich erkundet haben, können wir nämlich das Schild auch abreißen vom Gebirge und haben das ebenfalls abgehakt.
Ist natürlich äußerst erfreulich. Soll ich mal einen Ausdauertrank nehmen? Um das Ganze hier zu beschleunigen? Mache ich gleich mal, ne? Sobald die Ausdauer wieder unten ist. So, beziehungsweise... Aha. Beziehungsweise ich laufe einfach mal da hinten bis zum Rand der Küste. Zu diesem Birkenwäldchen da hinten. So eine Monolithen. Da habe ich eigentlich auch überlegt, mal da oben drauf irgendwie was Geiles zu bauen. Aber die können ja kaputt gehen. Und wenn ich überlege, hier Loxe und so weiter, die machen hier unten alles Stück für Stück immer weiter kaputt. Und irgendwann kracht der Stein komplett weg. Und unsere komplette Konstruktion ist down. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel unsere schwebende Base auch auf diesen vom Boss gemacht, weil das nicht despawnen kann, ne? Und nicht zerstört werden kann. Natürlich hat er mich trotzdem noch getroffen. Gut. Aber ich laufe auch ohne gezückten Feuerstab rum. Da sollte ich mich auch nicht wundern. So. Noch irgendeine Mücke? Ich hoffe nicht. Und ich gönne mir gleich einen Ausdauertrank. Ich mache jetzt die Ausdauer noch einmal down. So. Zack. Und zack. Alles eingenommen. Sehr gut. Jetzt haben wir aber alles erkundet, oder? Ja, ja. Das sieht gut aus. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zurück zur Gebirgebase. Die ist da. Gehen nach Hause und können dann tatsächlich diese Insel abhaken. Das ist natürlich erfreulich. Oh, Energieschild. Ich sollte immer mal gucken vorher, ne? Wenn ich Energieschild mache. Dass nicht irgendein Vieh da ist. Einen Moment. Okay, Entschuldigung. Ich habe mich gerade gewundert, was das für Geräusche waren. Da ist gerade jemand draußen auf der Straße wohl am Rasen. Ein Plan. Gut, wie auch immer. Ah, da ist ein Klecks. Gut, dass ich den noch gesehen habe. Sehr gut. Das wäre mir sonst ewig ein Dorn im Auge gewesen. So, nochmal hier lang. Hervorragend. Ja, und dann würde ich tatsächlich gleich zu unserer Nebellandebase gehen. Da gab es nämlich auch noch viel unerkundetes Bereich. Was ist mit mir los? Unerkundeten Bereich. Hä, das klingt auch falsch, aber ist richtig. Gab es noch unerkundeten Bereich. Ja, und da würde ich nämlich dann als nächstes hingehen. Dann können wir ein bisschen Mistlands abklappern. Schädel mitnehmen. Was brauchen wir aus den Mistlands denn noch? Eigentlich sonst wenig, ne? Ja doch, Kupfer. Wir können gucken, wenn wir alte Ruinen finden. Oder sogar Viadukte. Dass wir die irgendwie... Warte mal. Zack. Dass wir die irgendwie dann noch mit abgrasen. Aber da müssen wir natürlich auch Glück haben und welche finden. Habe ich Platz im Inventar? Ja. Dann nehme ich dich auch noch mit. Euch. Oh Mann. Oh, oh Mann, wie der gezuckt hat. Das sah ja gerade schrecklich aus. Na gut. So, und hier ist das Portal. Nichts wie weg hier. Run, 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 schnell. In die Sicherheit. So. Sehr gut. Und dann können wir hier getrost. Hüpf. Das hier entfernen. Und wir haben es auch erkundet. Perfekt. Ebene haben wir durch, Gebirge haben wir durch. Bei Sumpf fehlt noch ein bisschen was. Oh, da haben wir nur 10% erkundet. Und ich würde tatsächlich als nächstes dann die Nebellande nehmen. Warte mal, Felder? Hatten wir die Felder nicht auch schon? Warte mal, warte mal, warte mal. Da will ich mal kurz checken. Boah, Alter. Wo war denn unsere Felderbase nochmal? Die wäre doch gar nicht weit weg. Ach, hier. Ach, das Gebiet. Stimmt. Das hatte ich unterbrochen, ne? Wir waren hier schon am Erkunden, haben hier oben schon alles. Und hier. Aber dieses Gebiet hatte ich... Wollen wir Felderbase machen? Oder... Hier zu den Mistlands. Weil hier gab es ja noch... Also das ist alles erkundet, aber diesen Bereich müssen wir noch erkunden. Theoretisch auch sogar bis hier oben. Och, nö. Och, nö. Sag nicht, das ist alles connected. Theoretisch mal hier lang gehen.
Ich bin mir unschlüssig, weil hier sind, glaube ich, die besseren Ressourcen. Aber auch das schwierigere Gebiet, ne? Würde ich aber tatsächlich mir als nächstes vornehmen wollen. Aber zuerst einmal laufe ich hier hin und schmeiße den ganzen Stuff runter. Das und das und hiervon drei. Und das, das, das. Das! So! Weil dann haben wir nämlich gleich alles. Und ich würde sagen, ich bin mir so unschlüssig. Warte mal, erstmal gucken wir, wie spät es ist. Oh, wir haben es gleich abends. Also wir haben es schon 15:30 ungefähr. 15, 16 Uhr. Das heißt, ich schmeiße mich mal eine Pofe. So, und würde sagen, gute Nacht. So, guten Morgen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt runter. Und ich habe mich entschieden, wir gehen tatsächlich doch erst einmal zur Felderbase und kümmern uns darum, weil, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass jetzt bald das neue Update kommt, ich glaube, das Update ist früher da, bevor wir hiermit fertig sind. Und dann können wir ja mit unserem neuen Equip, unserem viel besseren Equip, weil wir ja wahrscheinlich viel stärker sein werden, auch zu dem gefährlicheren Gebiet gehen, ne? Also sollte ich mir das Leichte lieber jetzt erstmal vornehmen. Deswegen Felderbase, würde ich sagen. Und ich gucke nochmal nach, wir haben alles, ne? Ja, ja, ich könnte vielleicht nochmal ein bisschen was zu fooden mitnehmen. Kann ja nicht traden. So, und so. Und hiervon nochmal 5 oder 4, völlig egal. Hauptsache genug. Und ich schmeiß mir außerdem nochmal alle rein. Und da würde ich sagen, let's go! Theoretisch könnten wir auch nochmal Honig holen. Sind da schon 4 drin? Ja. Dann mache ich das so. Einmal hier lang, dann einmal hier. Ja, da muss ich mir auch noch irgendwie ein schnelleres Verfahren überlegen, ne? Ja, obwohl es geht. Der bleibt immer stehen, wenn er E drückt, ne? Da kann ich gar nichts gegen unternehmen. Gut. Und einmal rüber gerannt. Ist doch schon effektiver als das, was wir vorher hatten, weil da ist immer so viel an der Seite runtergefallen. Finde ich schon besser so. Alter Schwede, fast 2 Stacks. Fehlen uns noch 2 Dinger, ne? Dann haben wir die Stacks voll. Also dann haben wir die kompletten Dingens voll. Ah, hier bist schon 2 komplette Stacks voll, so meine ich. So, und wir gehen mal nach hier unten, wa? Bitte flieg dagegen. Komm, flieg gegen die Windmühle. Verdammt! Ich glaube, die fliegt nicht schnell genug, ne? Also die dreht sich nicht schnell genug. Gut, okay, da bringe ich dich mit dem Feuerball um. Komm her. Hab ich dich! So. Und dann jumpen wir hier mal rüber. Hier waren noch Lochse, ne? Da muss ich aufpassen. Ja, wir haben hier sogar einiges demoliert. Das ist natürlich dreist. Na gut, was soll's. Und wir halten natürlich unsere Augen auf nach Eichen. Denn die können wir immer gut gebrauchen. Also nicht die Eichen, aber die Eicheln. Und wo wir dann dabei sind, können wir auch direkt das Edelholz der Eichen mitnehmen. Weil das kann ich dann ja, ne? Wurde ja schon mal ein Kommentar geschrieben, warum lasse ich das immer liegen? Und da fiel mir auf Touché. Warum lasse ich es denn liegen? Oh nein! Jetzt sind wir durchnässt. Ich wollte eigentlich jumpen, aber gut. Da war es dann doch ein wenig tiefer, als ich dachte. So, warte mal. Ja doch, wir laufen richtig. Ich gehe mal hier so rüber. Oh, diese Ebene, ne? Macht mich schon wieder unruhig. Ich gehe mal lieber hier ins Grasland. Und ich werde direkt verfolgt. Na gut. So, und hier gucken nach Eichen. Ah, und Löwenzahn nehme ich auch mit. Das ist immer ein Hühnerfutter. Und wer weiß, ob wir vielleicht wieder irgendwann mal das eine oder andere Hühnchen ausbrüten wollen. Beziehungsweise neue Eggs brauchen. Oh, hier ist ja hübsch. Wieder mal. Aber hier haben wir schon alles gelootet, ne? Das sieht so aus, als ob wir hier schon die kompletten Eichen abgeerntet hätten. Hm. Naja, gut. Was soll's. Vielleicht finden wir welche im Wald. Da spawnen die zwar seltener, aber
Hier und da sind sie trotzdem mal da. Ich guck mal. Nö. Nüscht. Na gut. Ich guck mal. Ich gehe mal nach da so. Oder wollen wir erst wieder einen Rahmen ziehen? So hatten wir es vorher immer gemacht, ne? Ich mach das. Ich bleib dabei, dass wir den Rahmen ziehen. Moment. Erstmal hole ich hier diesen Löwenzahn. Lion Teeth. Und dann noch Teeth. Also trotzdem die richtige. Den richtigen Plural verwenden. Dann ist es ja wieder korrekt. Okay. Gut. So, hier haben wir Wasser. Hier sind doch, glaube ich, ein paar Oaks manchmal. Bitte. Gib mir 100. Mindestens. Und ich gehe mal ein bisschen näher an die Küste, ne? So, damit wir möglichst viel auch vom Wasser mit einnehmen. Und in 42 Sekunden ist Aiktyr wieder bereit. Das werde ich sofort Oh! Das war aber knapp, dass wir nicht nass geworden sind. Gott sei Dank. Und hier immer mal in den Wald hineinschauen. Nüscht. Naja, gut. Und da gibt es hier eigentlich noch irgendwas anderes im Grasland? Nee, ne? Nur Löwenzahn und Eichen. Aber das ist immerhin mehr als im Wald zum Beispiel. Weil da haben wir nichts, was wir brauchen. So, kurz hier auf diese Landzunge. Ja, ja, komm. Hat der überhaupt Schaden gemacht? Nee, ne? Aiktyr ist bereit. Dann warte ich mal, bis die Ausdauer voll ist. Na los. Und zack. Heilige Magie. Und let's go. Und hier sind doch bestimmt irgendwo Eichen. Hier haben wir eine Lichtung. Nee. Nee. Nüscht. Schade. Und hier müssten wir gleich da ankommen, ne? Da ist Sumpfgebiet. Ich hoffe, wir werden nicht nass, wenn wir im Sumpf sind. Wir sind gerade wieder trocken. Hier ist eine alte Butz. Mit nix drin wahrscheinlich. Ist hier eine Kiste? Ja, ist es. Huch, oh. Nein, du sollst da drauf jumpen, komm schon. Und Gold, naja gut. Besser als nischt. Wobei wir davon auch immer mehr kriegen, ne? Unsere Schatzkammer platzt bald. Habe ich mir schon eine Schatzkammer gemacht und die hätte ich gleich viel exorbitant größer bauen sollen. Aber da frage ich mich immer, wo sollen wir den Platz hernehmen? Unsere Bude ist ja so richtig kompakt. Ne, da ist ja alles so platzsparend gemacht. Möglichst platzeffizient gestaltet. Aber gut. Hier haben wir wieder eine Lichtung. Aber die haben wir schon mal erkundet. Ne? Nee, haben wir nicht. Doch. Die haben wir erkundet. Dann habe ich bestimmt auch die Eichen schon abgegrast. Hier schaue ich mal in den Wald hinein. Da! Das eine. Ja! So und so. Sehr gut. Na also. Mitten im Wald. Sag ich doch. Selten, aber kommt vor. Und hier sind gar keine Eichen, nur Harz. Na gut. Ach, der Baumstumpf gibt ja nur Holz, nur normales Holz, ne? Ja. Da war mir richtig. Sagt man das so? Ich glaube ja. So, und du hältst die Klappe. Oh Mann! Er hat mich doch nur beobachtet. Der hat doch überhaupt nichts gemacht. Oh Mann, was machst du denn da? Ah! Oh Mann, der hat doch gar nichts getan. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich das gerade so witzig finde. So, gut, wie auch immer. Ich gehe mal hier so lang. Oh Gott sei Dank, wir müssen nicht in den Sumpf rein. Den haben wir schon abgeklappert. Dann kann ich jetzt hier schön, ne, so schlangenförmig, so nach innen oder so. Vielleicht lasse ich diesen Rest hier oben als letztes. Ist aber eigentlich auch völlig egal. Ich sage immer, was ich machen werde und mache es dann doch anders, ne? Ah, hier könnten Bienen sein. Nee. Aber traurige Musik.
Oder? Traurige Musik. Hä? Ich spiele 1000 Melodien übereinander. Keine Ahnung. Buggy die Bug. Ich gehe mal. Wollte eigentlich gerade mich wieder in Szene setzen und heulen. Aber so nicht. So ist mir die Musik viel zu entspannt. So, Löwenzahn, hör damit. Immer mal umgucken. Wir haben eben gerade schon eine Eiche gefunden. So. Da nochmal lang. Halt. Nein. So. Und hier. Ich glaube, ich könnte ein Stück weiter nach außen gehen, ne? Damit wir den Erkundungsradius weiter auskosten. Ich will aber ungern solche Lücken lassen. Natürlich. So. Da, das meine ich, ne? Da sind Lücken. Jetzt nicht mehr. Gut.